Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Zunächst zum Thema 100%. Auffällig an der Rede von Martin Schulz waren vor allem seine Leerstellen. Keine Aussagen zur dringend notwendigen Besteuerung von Millionären und Konzernen. Keine Aussagen, wie man die Situation von Menschen, die in Hartz IV feststecken, verbessern will. Und gegen die Hartz IV-Sanktionen keine Kritik der Waffenexporte. Insofern komme ich zu dem Schluss, 100% für Schulz, das gibt es bei der SPD. 100% sozial, das gibt es nur mit einer starken Linken. Wir finden es gut, dass Martin Schulz so stark und entschieden ist, wenn es heißt, klare Kante gegen rechts zu zeigen. Das trifft ja auch offensichtlich auf ein tiefes Bedürfnis innerhalb der SPD. Es wäre zu wünschen, dass er dieselbe Entschiedenheit an den Tag legt, wenn es darum geht, soziale Fragen in Angriff zu nehmen und das ohne jegliche Zweideutigkeiten zu machen. Denn der Kampf gegen rechts und der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, für soziale Garantien gehören untrennbar zusammen. Nur eine soziale Demokratie ist auch eine starke Demokratie. Für uns gehört das, wie gesagt, ganz eng zusammen. Wir als Linke wollen eine Gerechtigkeitswende voranbringen und befördern. Und wir meinen halt, wer dieses Land sozialer und gerechter machen möchte, der muss auch mutiger sein, was die konkreten Vorschläge anbelangt. Um es in einem Punkt ganz deutlich zu machen, ich finde, Deutschland sollte sofort und entschieden sagen, wir machen nicht mit, dabei noch mehr Geld in Rüstung und Waffen zu stecken. Wir machen nicht mit bei dem Ziel der NATO, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Waffen auszugeben. Wir wollen dieses Geld umwidmen und eher einsetzen für soziale Investitionen, für die Generalrevision der Agenda 2010. Natürlich gratulieren wir Martin Schulz zu seinem Ergebnis, finden aber auch, dass jetzt, wo man SPD-Vorsitzender ist, auch entsprechend in der Pflicht ist, auch die Termine des Koalitionsausschusses wahrzunehmen. Da ist jetzt inhaltliche Drückebergerei nicht mehr angesagt. Zum Thema Türkei. Die Taktik von Merkel ist bekannt und lautet Aussitzen. Die Taktik von Erdogan lautet Eskalation. Und der Grund ist ziemlich offensichtlich, er bangt um eine Mehrheit in dem Referendum zur Einsetzung des Präsidialsystems. Die Bundesregierung ist nicht nur gegenüber Erdogan untätig, die Bundesregierung ist auch gegenüber deutschen Konzernen untätig. Es werden weiterhin Waffen in die Türkei exportiert und dieser Umfang ist immens. Also wenn man sich mal anschaut, in den vergangenen 10 Jahren sind von allen EU-Ländern die meisten Waffen von Deutschland in die Türkei exportiert worden. Diese Waffenexporte müssen gestoppt werden. Die Situation in der Türkei widerspricht in vielen Punkten der Rüstungsexportrichtlinie der deutschen Bundesregierung. Und um noch einen ganz konkreten Punkt zu benennen, der Rüstungskonzern Rheinmetall plant jetzt sogar Panzer in der Türkei zu produzieren. Und vor diesem Hintergrund sage ich ganz klar, ich fordere von der Verteidigungsministerin von der Leyen einen sofortigen Auftragsstopp für den Rüstungskonzern Rheinmetall. Denn das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall ist auch der Hauptlieferant der Bundeswehr. Und vor diesem Hintergrund müsste sich wahrscheinlich der Konzern entscheiden, ob er weiter wirklich in der Türkei Panzer produzieren will und damit ein fragwürdiges System unterstützen will oder ob er weiter Hauptlieferant der Bundeswehr sein soll. Im Übrigen, dieses Unternehmen sitzt in Düsseldorf. Insofern wäre es vielleicht auch angebracht, wenn die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft entsprechend klare Worte findet zu diesem skandalösen Wirtschaftsvorhaben des Konzerns Rheinmetall. Zu der Kritik des Richterbundes an dem Gesetzentwurf von Heiko Maas. Der Richterbund kritisiert den Gesetzentwurf. Ihm gehen die Vorschläge nicht weit genug. Er fordert darüber hinaus, dass es eine Kooperation mit Behörden gibt, aber auch mit den Opfern von Hasskommentaren, wo es klare Auskunftsansprüche gibt. Ja, wir finden auch, dass große Internetkonzerne wie Facebook und Twitter eine Verpflichtung haben, mit den Behörden und den Opfern zusammenzuarbeiten und dass es auch einen Schutz vor Fake News gibt. Gleichwohl sagen wir auch, es muss eine Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Der Datenschutz darf jetzt nicht einfach so nebenbei mit abgeschafft werden.
werden. Angesichts des hehren Ziels, Hasskommentare zu bekämpfen, darf man nicht sagen, wir opfern jetzt einfach mal auf der Strecke so nebenbei den Datenschutz. Deswegen zwei weitere Vorschläge. Wir meinen, es muss frühestmöglich aufgeklärt werden, auch über Chancen und Risiken dieser Kommunikationsform, zum Beispiel entsprechend in den Schulen. Und wir fordern die Einrichtung eines Social-Media-Rates. Zudem, wenn man Hasskriminalität den Kampf ansagen will, so finde ich, ist das wirkungsvollste Mittel auch, dass es eine sehr entschiedene Strafverfolgung in der analogen Welt geben muss.